Hallo und willkommen zurück zu Planetary Annihilation. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich mit dem Setup weiterspiele, was ich jetzt hatte. Die andere Möglichkeit wäre jetzt eben neu anzufangen und der einzige Vorschlag, der eben gemacht wurde, war der Artillerie-Kommandant. Aber das Loadout, das ist in meinen Augen nicht für diesen Schwierigkeitsgrad geeignet. Da müsste ich sehr gute Technologien finden und ich würde selten diese Sachen, die dort mir geboten werden, wirklich anwenden. Das heißt, es bringt nicht so viel. Ich würde am Ende noch einen Fun-Run machen. Ich werde dann überlegen, ob ich den Artilleriekommandanten oder einen anderen nehme. Ich weiß ja nicht, was die beiden übrigen sind. Vielleicht schalte ich ja noch einen frei, der dann auch noch interessant klingt. Den würde ich aber nicht beim höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen. Also nachdem ich den Schwierigkeitsgrad jetzt durchgespielt habe, das ist ja absurd. Und ja. Das heißt, wir spielen jetzt hier weiter. Jetzt muss ich aber den Kampf gewinnen, weil ich habe ja diesen Mod, dass ich, wenn ich verliere, trotzdem weiterspielen kann. Und das ist ja jetzt der Grund, warum ich hier überhaupt noch weiterspielen kann. Nun heißt dieser Account, wenn ich jetzt im Menü wäre oder bei der Auswahl des Accounts, nicht der Account, der Speicherstand, Test 2, aber das ist ja eigentlich für euch jetzt erstmal irrelevant. Nur am Ende, wenn ich es geschafft habe und die Übersicht kommt, dann steht da, glaube ich, der Accountname oder dieser Speicherstandsname da. Also wundert euch nicht, wenn dann Test 2 da steht. Ich habe euch ja letztens gezeigt, wie ich damit angefangen habe. Das ist ja der gleiche Speicherstand jetzt. Ich habe ja nur einmal diesen Kampf verloren. Diesmal würde ich jetzt mich mehr anstrengen. Zum einen gleich mal auch verbesserte Sachen bauen, mit denen ich rumrenne. Und zum anderen, naja, wir haben zwei verbündet. Wir brauchen uns eigentlich nicht so viel Kopf machen. Aber die orbitalen Sachen würde ich jetzt mal ein bisschen sinnvoller noch nutzen. Allerdings werde ich nicht direkt damit anfangen. Ganz einfach, weil die orbitale Fabrik erstmal viel zu lange dauert, sie aufzubauen. Natürlich, eine andere Fabrik kann nur Konstruktionsviecher bauen, aber ich kann auch mit Konstruktionsviechern gewinnen. Also, wenn man es richtig anstellt. Naja. Wir schauen mal, welche Strategie wir anwenden. Ich werde dann sowieso orbitale Viecher ziemlich schnell auf den Gasriesen rüberschicken. Und dann damit mich ein bisschen unabhängig vom planeteneigenen Metall- und Energievorrat machen. Und vielleicht auch ein bisschen an meine Verbündeten scheren, wenn die dann noch am Leben sind. Ja, es kann auch sein, dass ich mehrere Versuche brauche, um das jetzt zu gewinnen. Wir haben letztes Mal gesehen, das war dann irgendwie unglücklich gestorben, weil die mich doch ganz schön angegriffen haben. Also ich würde wieder hier so in der Gegend nehmen, weil hier die eine Front wenigstens ein bisschen mit Wasser gesichert ist. Ich weiß nicht, kommen hier Fahrzeuge rüber? Ich glaube nicht, ne? Fahrzeuge müssten außen rum, das heißt, hier würde ich nur Fahrzeugangriffe kriegen. Das heißt, ich könnte mich auf dem Wasser oder unterm Wasser relativ einbunkern. Wenn man gesehen hat, dass der gegnerische Commander ja nicht mal im Wasser beschossen wurde, könnte das sogar gut klappen. Außer wenn die U-Boote bauen und ganz in der Nähe sind. Schauen wir mal. Wir haben zwei Verbündete. Da ist einer. Okay, also einer ist auf der Rückseite des Planeten. Das heißt, wir sollten schnell die Gegner finden, theoretisch. Ich werde mit Flugzeugfabrik anfangen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht ein Eisen überbaut, aber ich glaube, das müsste gehen. Metall. Ja. Der fängt auch mit Flugzeugfabrik an. Und da ich ja nur... Oh, ich kann die Transportschiffchen bauen, aber die bringen mir nicht viel. Sind die schnell? Weiß das einer? Weil dann könnte man die als Speer nehmen. Ach, ich baue einfach drei davon. Einer hier in der Nähe Metall bauen, der andere baut Energie, der andere baut weiter weg Metall oder so. So, dann baust du das. Der erste baut erstmal in der Nähe Metall. Den anderen schicke ich weiter weg zum Metall bauen und wenn da ein Gegner ist, dann habe ich den zumindest durch Spähen sozusagen gefunden. Die Verbündeten können ja leider auch nur Konstruktionsviecher und orbitales Zeug erstmal bauen, bis sie dann die verbesserten Einheiten haben. Das wird natürlich ein Problem, erstmal ein mittelschweres. Der nächste baut jetzt Energie, würde ich sagen. Und der dritte, wie gesagt, baut dann etwas weiter weg Metall. Das ist noch ein Verbündeter. Der ist auf der Rückseite des Planeten, den ich meinte. Hier bauen wir gleich mal zwei davon. Dann ein Radar und dann noch ein. So, das bist du jetzt. Du baust Energie. Energie ist ja relativ auf dem Wasser sicher, relativ so gesehen. Haben wir auch noch nicht die Basis von dem gefunden, oder? Zumindest noch nicht den Commander. So, und du baust ein bisschen weiter weg Metall. Bau mal. Hier, so ist viel Platz. Mal gucken. Ob du da abgeschossen wirst. Wenn ja, dann haben wir zumindest den Gegner gefunden. Du baust danach, weil hier wirst du wahrscheinlich sicher bauen können, einfach mal hier. Dann haben wir sie sozusagen als Erkundungsflugzeuge. Okay, so viel zu dem Thema. Also die greifen schon böse an. Das heißt, ich werde nochmal zwei hier bauen und ein bisschen Verteidigungsanlagen bauen lassen. Weil mein Commander alleine wird nicht hier so verteidigen können. Der kann jetzt zwar nicht schießen, weil er unter Wasser ist, aber... Also ist hier eine Basis. Gut zu wissen. Das wird interessant. So, ich würde sagen, ich baue jetzt Fahrzeugfabrik. Du baust bitte mal Verteidigungsanlagen. Also von vielen Seiten kommen sie jetzt erstmal mit Fliegern. Das heißt erstmal ein bisschen Luftabwehr.
So. Ich hoffe, die überleben das. Was war das jetzt? Ach so, das Energieteil. Und du baust jetzt Energie. Nee, du baust Energie danach. Und du baust mal normale Verteidigungsanlagen. Du baust gar nichts, würde ich sagen. Ach Mist. Das heißt, wir bauen davon drei. Ach, hier hätte man Speer bauen können. Und dann machen wir das halt mit Fahrzeugen, die Verteidigungsanlagen bauen. Dann werden die nicht so schnell abgeschossen und der Gegner muss sich erstmal dahin bewegen. Also, der baut auch orbitale Verteidigung, aber nicht jetzt irgendwie, dass er in Orbit gehen könnte. Der baut auch sowas. Also erstmal sind wir alle drei ein bisschen unterlegen, dadurch, dass wir keine Kampfeinheiten haben. Das wird natürlich erstmal interessant, würde ich sagen. Du baust das. Dann baust du... Ach, du kannst nicht auf dem Wasser bauen, stimmt ja. Das Ding. Hier eins. Hier eins. Hier eins. Und dann baust du mehr Luftverteidigung. Du gehst ihm mal helfen und du gehst mal jetzt schon verbesserte Fabrik bauen. So, jetzt die orbitalen Viecher. Wir haben zwei. Gucken, ob wir es noch schaffen, hier schon orbitale Angriffsviecher zu bauen. Das wäre nämlich cool. So, und der andere... So, du gehst mal hier ein bisschen aufdecken. Der andere geht hier hin und fängt an, sowas zu bauen. Schauen wir mal. Ja, keine orbitale Verteidigung bisher. Sehr gut. Aber auch noch kein Commander. Da ist der Commander. Okay. Ihr baut beide das. Sehr gut. Du baust Energie. Gut, gut, gut. Du baust erstmal da Metall ab. Oder wandelst um, besser gesagt. Und die bauen... Na gut, die bauen Verteidigungsanlagen. Da haben sie natürlich jetzt die einzige Möglichkeit, sich zu retten durch die Verteidigungsanlagen und den Commander, wenn der selbst kämpft. Oh, hat der auch was Orbitales? Ach nee, der hat... Was hat er jetzt gemacht? Warum ist sie aufgedeckt? Weiß ich nicht. Der Gegner baut hier verbesserte Fahrzeugfabrik. Interessant. Gucken, kommst du an den Commander dann ran? Ja, kommst du. Cool. Vielleicht kriegen wir den so. Dann würde ich das Zeug spammen. Falls er nämlich abhaut. Ansonsten sollten wir es ja schaffen, ne? Du gehst mal helfen. Den anderen Gegner habe ich noch nicht gefunden. Ist ein bisschen doof. Ihr baut Verteidigungsanlagen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wieso ist das Ding hier jetzt? Na gut. Oh, ihr baut eine orbitale Verteidigung. Schön. Der baut schon? Ne, der fliegt noch. Wo ist er denn? Wurde der abgeschossen? Oder hat er sich nur nicht rüber bewegt? Ich glaube, der hat sich mal wieder nicht rüber bewegt. Ach so, Mist. So, und danach baust du bitte die Dinger. So, das sollte jetzt klappen, weil ich glaube, man kann nicht direkt den Baubefehl auf einen anderen Planeten geben. Das ist das Problem. Schieß mal darauf. Kann nicht sein, dass der Commander hier so lange überlebt. So, bitte mal ein paar Konstruktionsfahrzeuge. Energie haben wir erstmal genug. Sehr gut, ein Commander ist tot. Hier ist die andere Basis, gut zu wissen. Versucht mal hier hinzubauen. Und das Radar muss ich auch mal dahin bewegen. Wo ist das Radar jetzt? Da. Das Radar bewegt sich bitte hier hin und dann schauen wir mal. Ein Hammer kaputt, das heißt, wir haben wesentlich weniger Gegenwehr jetzt. Das heißt, vielleicht könnte der sich in Ruhe aufbauen. Der andere kriegt ja noch ganz schön was ab hier. Aber vielleicht reicht's. Vielleicht kriegt er sich gehalten. Er hat ja seinen Commander noch und das klappt ja alles. Ihr fliegt hier hin, genau. Frage ist, hat er orbitale Verteidigung? Das ist ganz wichtig, so gesehen jetzt erstmal. Wieso bist du beschossen worden von was? Oder bist du nicht fertig produziert worden? Kann sein, dass es nicht fertig produziert worden ist. Oder das wurde einfach nur beschossen von unten, dass deine orbitale Abwehr plötzlich da war. Hm, dann weiß ich aber, dass dann wahrscheinlich noch
mehr orbitale Abwehr dann bei dem anderen stehen wird. So. Ihr baut jetzt mal doch endlich das Teil. Diesmal kümmere ich mich mal gleich drum. Ach, passt noch nicht. Na gut, du hilfst einfach mal. Und ihr beide baut mal mehr Verteidigung. Ja, wenn, dann wird jetzt Flugzeuge das Hauptproblem sein. Würde ich behaupten. Das heißt, wir machen mal mehr sowas. Weil gegen Fahrzeuge kann sich der Commander relativ gut selbst verteidigen. Aber so eine Gruppe Flugzeuge... Ich sehe da eine orbitale Verteidigung. Die ist im Radius. Das heißt, wir müssten das Ding zuerst abschießen. Wenn es fertig wird, rechtzeitig. Was ich nicht mal glaube, so wie es aussieht. Mal schauen, ob der überlebt hier. Nee, das wird nicht reichen. Wenn es reichen würde, wäre es toll. Aber das sieht nicht so aus. Das Ding ist bei 96, 97, 98. Ah, Moment. Mist. Mist, 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 Mist. Repariert mal, schafft ihr das? Nein. Jetzt seid ihr auch tot. Naja gut, ist klar. Verstehe ich natürlich, kein Problem. Wir kümmern uns trotzdem um den. Der hat nämlich nur an der einen Seite orbitale Verteidigung. Das heißt, wir setzen jetzt hier sowas hin. Oh nee, da hat er auch orbitale Verteidigung. Moment. Er hat hier eine und hier eine. Dann setzen wir hier so hin. Dann schützen wir zumindest ihn schon mal ein bisschen mehr. Wo jetzt gerade das Problem ist, dass er nicht gut genug geschützt wird. Mein Radar, okay, das deckt wenigstens alles hier schön auf. Was war da? Gerade ein Schuss geflogen. Quer durch die Galaxie fliegt da ein Schuss. Du hilfst hier? Achso, wir haben kein Metall. Ist klar. Moment, ihr macht das mal und dann macht er mal normale Abwehranlage hier auch noch hin. Immer so ein bisschen beides da haben. Ihr baut alle drei hier dran? Das sieht so komisch aus, als wenn ihr nur kuscheln wollt oder so. Ach, das ist mein Verbündeter. Naja gut, der könnte mir dann auch ein bisschen Metall rüber schaffeln. Keine Ahnung, wie man es nennt. So, ihr baut jetzt hier? Ne, ihr seid noch nicht da. Wird hier orbitale Verteidigung gebaut? Ich muss ja auch vorsichtig sein, nicht dass dann während ich baue, dann schneller von dem da was gegen mich gebaut wird. Hat er schon verbessert? Ne, der hat einfach nur eine Masse an normalen Fabriken. Und das ist gerade das Problem. Der kann spammen, während wir keine normalen Einheiten haben. Aber na, wir schaffen das. Diesmal sieht es schon besser aus. Jetzt kommen die ganzen Flieger, deswegen habe ich die ganze Luftabwehr. Und mein Commander ist diesmal nicht so halb tot wie beim letzten Mal, wo ich so versuchsweise gespielt habe. So, und hier haben wir ordentliche Einheiten. Mörserpanzer, genau. Fliegen jede Menge Luftabwehrviecher. Du kannst ja schon mal anfangen, auf den zu schießen. So, ihr macht mehr davon. Ja, der Commander wird schon gut beschossen. Also zur Not ist das eine ganz gute Strategie für den Commander, weil der eben gleich alles bauen kann. Und selbst die orbitalen Viecher können ja hier sowas alles Mögliche bauen. Nur nutze ich das gerade nicht so sehr. Aber hier kriegen wir jetzt Energie und Metall her. Das ist schon sehr gut. Ihr helft einfach mal hier. Ja, die greifen schon an. Wie cool. Was macht mein Achso, der hat keine Basis mehr. Ist nicht so schlimm, denn sein Commander ist auch bald weg. Ah, du kommst nicht mehr ran, ist nicht so wilde. Der Commander rennt. Der Commander ist tot, glaube ich. Kommst du an den ran? Nicht so wilde, muss ich sagen. Denn seine Basis war eh hinüber und
Naja. Die greifen unterwegs. Sie sind auf dem Weg zum Commander und greifen schon mal alles an, was sie unterwegs sehen. Oh, ich glaube, der will meine Artilleriegeschütze wegballern, oder? Ich habe genug Luftverteidigung. Da brauchst du gar nicht versuchen. Genau. Wir bauen am besten noch ein bisschen mehr, weil Luft ist am schnellsten da und Boden wird unterwegs abgeschossen. So. Autsch. Na, jetzt ballert er mir weg. Ist kein Problem. Der Commander wird noch dran glauben müssen. Moment, ihr habt jetzt gebaut, ne? Das heißt, ihr kommt mal hier hin und baut dann hier so hin. Das müsste gehen. Und dann einfach ein paar hier hin spammen, dass er bald gar nicht mehr irgendwo hin kann. Dass er nur noch in der Mitte stehen könnte, aber da versucht zu helfen. Ich meine... Wieso steht da 100%? Seht ihr das da unten? 100%? Hä? Mach ich da gerade irgendeinen Mist? Hier ist doch der Lebenspunktebalken ist doch fast leer. Habe ich hier gerade irgendeinen Bug gefunden oder sowas? Gucken, ob das Spiel gleich abstürzt. Oder ich krieg nicht mehr die genauen HP angezeigt, auch wenn ich sie eigentlich so sehe, ne? Ihr seid ziemlich schnell, das finde ich gut. Gleich ist der Commander weg. Yeah, ein Schuss und der war weg. Gut, da haben wir es geschafft. Wie gesagt, also, es ist anstrengend oder ungewohnt so zu spielen, aber es hat Möglichkeiten. Und naja gut, ich habe auch die Möglichkeiten hier solche Panzer zu bauen und sowas, damit hätte ich jetzt auch in seine Basis reinrennen können. Hätte nur ein bisschen Luftabwehr irgendwo her haben müssen. Ich weiß nur nicht, woher. Ach, die stimmt. Die verbesserten Flugzeuge haben ja jetzt diesen, der auch orbital den Planeten wechseln kann. Die sind ja auch Luft-Luft. Da hat man wenigstens was. Das ist die gleiche. Ich wollte nur die anderen Planeten freischalten. Fortschrittliche Bot-Technologie. Das wäre jetzt die dritte. Jetzt muss ich überlegen. Wir hatten letztes Mal ein paar übersprungen. Ich weiß leider nicht mehr, was da war. Fortschrittliche Verteidigung und Speicherkompressionstechnologie. Also die beiden will ich auf jeden Fall nicht aufgeben. Ich werde jetzt keinen der freien Planeten ansteuern. Der freien Planetensysteme, weil ich will die Sachen nicht verschwenden. Aber... Von den Besetzten gab es da einen mit einem Slot? Nee. Ja, wir müssen dran denken, oder ich muss dran denken, dass es nur... Ich werde mal hier hinten... Nee, das schaltet keinen neuen frei, ne? Der auch nicht. Na. Der schaltet noch frei. Der hier auch nicht. Soll ich das riskieren, dass ich das jetzt verschwende? Ah doch. Ich brauche nicht alle drei Sorten von Verbesserten. Und vielleicht kriege ich auch mal irgendwann eine komplette... Weil hier sind jetzt wieder zwei freie. So, einfache Orbitaltechnologie. Die kann man dann wegschmeißen. Speicherkompression, die können wir uns vorbehalten. Die schmeißen wir weg, weil wir haben ja orbitale Technologie, die sogar besser ist als die einfache Nummer. Drei Gegner. Ja gut, das ist der höchste Schwierigkeitsgrad. Das hatte ich ja schon gemacht. Oh, Hilfe! Schaltet das noch was frei? Speicherkompression haben wir noch irgendwo gehabt, ne? Hier. Wieso schaltet der eigentlich nichts frei? Wieso ist das hier alles abgetrennt? Schaltet der jetzt hier hinten dann eben frei? Das ist komisch. Komischer Aufbau. Der schaltet hier noch einen frei. Das ist sehr komischer Aufbau, muss ich sagen. Das ist bald besser als das Ding und das Ding gibt's da drüben nochmal, aber ich brauche Slot eigentlich. Was gab's hier? Ich will nicht anklicken, Moment. Nicht, dass ich da aus Versehen hinspringe. Nochmal Speicherkompression. Was sind drei Gegner? Das wird extrem schwer. Ich spring mal hier hin und schmeiß das Ding weg, weil das gibt's ja noch öfter.
Economy upgrade is available. Verbesserte Kommandantenbauer. Den brauche ich. Er ist aber auch von drei Gegnern bewacht. Zwei Kompetente und einen Unstoppable. Also ich bin fast gezwungen, hier anzugreifen, oder? Der schaltet auch noch einen frei? Das kann ich wegschmeißen dann. Das ist wieder ein Einplanetensystem, wo ich... Ich könnte es schaffen. Wir haben gesehen, dass wir es geschafft haben gegen zwei Gegner. Also werde ich wahrscheinlich das jetzt nehmen. Gut. Also die Folge ist erstmal jetzt zu Ende. Und beim nächsten Mal versuchen wir es dann hier, denke ich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.